Exclusive. Wo sind die Hip-Hop-Fans? Wo sind die Hip-Hop-Jams? Früher malten die Writer noch nicht mit Hip-Hop-Cans. Keine Montanas und Molotovs. Und gab es Stress zwischen zwei Crews, flogen die Molotovs. All City, es wurden Weltens gerappt mit Fat Caps vor den Yards in den Wäldern versteckt. Und es war Tabu, Silber über Bund, Dwarf über Wild Styles, Tags über Pieces, bleibt tight. Es wurde gekrosst, wenn ein neuer kam. Streetbombing war Guerillakrieg und brutaler als Häuserkampf. Man bekam Fame fürs Bomben, Crews waren wie Gangs in Compton. Ein 24-7 Job, die Train zu bomben. Yeah. Wo sind die ganzen MCs hin? Ich schlag die Juice auf und krieg das Gefühl, dass heute alle MCs spinnen. Die einen reden von Cash und machen Dipset nach. Sind broke, reden von Frauen, doch kriegen nicht mal Bitches ab. Die anderen tun auf Conscious und hören Mr. Liv. Hip-Hop-Nazis kiffen und schlecht rappen ist Pflicht. Sie haten, weil man verkauft hat, es einfach drauf hat, weil sie kein Deal von Labels kriegen, sondern den Laufpass. Wo sind die echten DJs? Das Game ist hässlich wie Freeway. Ihr verkauft diese Kultur festlich wie eBay. Wer kann noch scratchen und cutten und juggeln live bei Shows? Ihr drückt auf Knöpfe wie Techno-DJs für Scheiß und Toast. Nicht lang, dann ist das Vinyl weg. Die meisten DJs sind Plastik und nicht real wie Final Scratch. Sie machen Welle, doch sind wack und arm. Dreck und lahm, motherfucker, respect the art. I can bring you down like whatever you want. I can bring you down.